Tabellenführer VfB Stuttgart hat wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga liegen lassen. Bei der SPV GG Greuther Fürth unterlagen die Schwaben überraschend 0:1. Es war die erste Niederlage für den Bundesliga-Absteiger nach 7 Spielen ohne Schlappe und in diesem Jahr. Die Stuttgarter, die am Montag von Union Berlin durch einen Sieg gegen den 1. FC Nürnberg als Spitzenreiter abgelöst werden könnten, warten nun seit 3 Spielen auf einen Dreier. Die Tabelle der zweiten Bundesliga.